Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All. Beim letzten Mal haben wir eine, ja, wie Kampfschuh es schon sagte, eine schlechte und eine noch schlechtere Nachricht erhalten. Die schlechte Nachricht: der Staatsanwalt dieses Falls heißt Von Karma. Die noch schlechtere Nachricht: es ist nicht der Von Karma aus dem ersten Teil, sondern sein Nachfolger. Was meint der Gute denn mit Nachfolger? Ja, ich weiß es leider schon. Also, wer ist dieser Nachfolger von Von Karma? Junge, es ist buchstäblich das Kind von Staatsanwalt Von Karma. Sein Kind wurde schon mit 13 Staatsanwalt und hat noch keinen Fall verloren. In welchem Land kann man mit 13 Jahren Staatsanwalt werden? Das könnte, glaube ich, nicht mal funktionieren. Aus juristischer Sicht halt, ne? Und so. Von wegen, ja gut, in Deutschland. In Deutschland ging es zumindest nicht. Von wegen, oh, wie ist es nochmal? Oh, wie nannte sich das? Weiß ich nicht mehr. Weiß ich echt nicht mehr, na gut. Zu lange her, als ich mich mit sowas mal irgendwie beschäftigen musste. Sowas nennt man ein Wunderkind, Junge. Ja, Kind, toll. Moment mal. 13? Das Kind wurde mit 13 Staatsanwalt? Welches Land lässt einen 13-jährigen Staatsanwalt zu? Ganz ehrlich. Ein solches Wunderkind, davon hätte ich doch gehört. Oh nein, nein, das Kind wurde in Deutsch... Was habe ich gerade noch gesagt? Das funktioniert nicht. Das funktioniert überhaupt nicht. In Deutschland ist unter 14 eigentlich gar nichts möglich. Kannst du mir nicht erzählen, dass du in Deutschland mit 13 Staatsanwalt werden kannst? Das funktioniert einfach nicht. Das kann nicht funktionieren. Davon abgesehen, dass niemand, behaupte ich jetzt, einen 13-jährigen Staatsanwalt engagieren würde. Da würden zu wenige Menschen Vertrauen drauf haben, dass es funktionieren würde. Glaube ich nicht. Glaube ich ehrlich nicht. Dort gibt es eine Menge Zeug und es eignet sich toll, um Talente zu entwickeln. Ja, die Gesetze sprechen aber genau dagegen, Gamschau. Tut mir leid. Deutschland. Vermutlich habe ich darum nie was von dieser Person gehört. Ja, dass dieses Spiel nicht in Deutschland spielt, ist klar. Ich bin mir nur bis heute immer noch nicht sicher, ob es jetzt Amerika oder Japan ist. Wobei, wir hatten irgendwann festgestellt, manches ist Amerika sein müsste. Trotzdem, wenn ich den Namen von Karma nur höre. Die schrecklichen Erinnerungen an diesen Fall wieder hoch. Ja, dieser Fall, der ziemlich, ziemlich anstrengend war. Halt, komm darüber weg, Phoenix. Diese Person ist Vergangenheit. Genau. Okay, wollen wir doch erstmal gucken. Der wollte beim letzten Mal noch was von uns sehen. Ich glaube, es war dieser Zeitung sonst mit. War das nicht so? Dr. Gray brachte das hier letztens in mein Büro und das ist der Artikel, der über die Anklage wegen des Kunstfehlers. Ja, Kunstfehler. Ich bleibe bei 14 Leichen sind nicht gerade ein Kunstfehler. Naja, in Hitman vielleicht schon. 14 Patienten starben und es gab einen riesen Aufschrei. Ach nee. Ja, aber das ist nicht alles, Junge. Danach wurde die Angelegenheit noch schlimmer. Sieh mal den Autounfall, bei dem die Schwester starb. Oh, da ist er ja. Heute habe ich meinen eigenen Aufschnitt mitgebracht. Hier, Junge, der ist für dich. In Ordnung, danke. Den sollten wir uns mal gleich durchlesen. Nein, da wollte ich hin. Mimi Meini. Der Name? Zufall? Wohl kaum. Schwester an Dr. Grace Klinik schlief am Steuer an und starb. Genauso geschrieben. Okay. Ich denke, das ist alles, was ich aus dem rausholen kann. Das ist, denke ich, auch alles, was ich brauche. So. Gehen wir doch mal wieder zur guten... da. Und präsentieren dir das Ding hier. Blablabla, Dialog kenne ich schon.
Sehen Sie sich diesen Zeitungsausschnitt an. Was ist das? Da geht's um einen Unfall. Lesen Sie bitte den Namen des Opfers. Mimi Meini. Meini ist ein ziemlich seltener Name, oder sehen Sie das anders? Frau Mimi? Ohne Scheiß, was? Mimi Meini. Was ist das für ein Name? Na gut, man kann für Nachnamen nichts, aber wow. Wenn du mit Nachnamen Meini heißt, würde ich einen Vornamen wie Mimi vielleicht nicht gerade wählen. Das klingt einfach komisch, meiner Ansicht nach. Ist nicht zufällig eine Verwandte von Ihnen, oder? Sie haben es also bemerkt. Sie war meine ältere Schwester. Ich bedauere Ihren Verlust sehr. Bestimmt. Ihre Schwester, sie war eine Krankenschwester in Dr. Grays Chirurgieklinik. Die chirurgische Klinik Dr. Gray. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass das Opfer Dr. Turner Gray diese Klinik leitete. Und da erkannten sie Dr. Gray. Ist das ein Semikolon oder was ist das? Sie kannten ihn über ihre Schwester. Versenkt. Blockade gelöst. Lebensenergie wiederhergestellt. Ja, wenn wir eine Blockade lösen, kriegen wir etwas unserer Lebensenergie wieder zurück. Das Problem, was mir jetzt gerade auffällt, ich habe gerade im Kopf, dass wir tatsächlich, wenn wir nicht mit voller Energie in einen Prozess gehen, die auch im Prozess halt nicht voll ist. Ich hoffe jetzt, dass meine Erinnerung da falsch ist, weil falls ja, wäre das echt beschissen. Naja, speichern und go, ne? Aber gut. Das Opfer. Bitte sagen Sie mir alles, was Sie über Dr. Gray wissen. Der Name meiner Schwester war Mimi Meini. Sie war Krankenschwester in Dr. Grays Klinik. So viel haben wir schon erfahren, ja. Schöne Musik. Wirklich schön. Gefällt mir. Ich hörte, dass Dr. Gray total streng war, der totale Sklaventreiber. Ich sollte mir mal den OST der, also den Soundtrack der gesamten Phoenix Wright-Serie holen, denke ich. Ich mag die Stücke. Meine Schwester kam immer total schlapp und voll überarbeitet nach Hause. Schlapp? Ist sie deshalb am Steuer eingeschlafen? Der Typ hat meine Schwester so angetrieben. Darum kam es zu dem Unfall. Der Unfall, wo 14... Welcher Unfall? Genau, der, wo die ganzen Leute draufgegangen sind oder der Autounfall? Wahrscheinlich beide. Ja, ich denke, das war auch die Schuld des Arztes. Meine Schwester wurde von den Erwartungen der anderen und ihren Pflichten getrieben. Direkt in den Tod. Ja. Es tut mir leid. Also, sind wir fertig? Ich habe schon allen meine Geschichte erzählt. Verstehen Sie jetzt, Herr Nick? So funktioniert eine psychische Blockade. Nun, ich plane nicht, in andere Herzen einzudringen, wenn es nicht nötig ist. Ich schon, Phoenix. Es wäre gar nicht mal so unpraktisch, wenn wir alle Informationen schnell aus einer Person herauskriegen wollen. Na gut. Diese Blockade war ziemlich leicht, aber vielleicht treffen Sie später noch auf Leute, die nicht so leicht nachgeben. Werden wir. Wenn Sie nicht genug Beweise haben, müssen Sie vorsichtig sein und rechtzeitig aufhören. Okay. Soweit so gut. Und was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt eigentlich? Was sollen wir jetzt eigentlich machen? Ich habe halt irgendwie keine Idee, wo ich hin soll. Rein. Ah, sehr gut. Herr Nick? Hm, was ist los?
Ich habe Kuhrain noch nie verlassen. Oh, das ist erstaunlich. Sie trifft sich mit der mystischen Maya, oder? Bitte bestellen Sie ihr meine Grüße. Moment mal. Sie ist weg. Wieder. Naja, ich kenne Inis Geheimnis jetzt, aber ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich Maya retten kann. Ich weiß nicht mal, ob ich lächelnd oder ernst da reingehen soll. Das klingt für mich auf jeden Fall nach einem Hinweis, dass wir wieder zu Maya sollen. Wirkt richtig. Was soll ich nur tun? Die Zeit ist fast abgelaufen. Kann ich überhaupt was tun? Kann ich sie wirklich retten? Tut mir leid, dass du warten musstest. Das muss Maya sein. Es ist lange her, nicht wahr, Phoenix? Diese Stimme. Kein Phoenix Wright ohne Mia, wa? Naja, gut, es ist erst der zweite Teil, aber trotzdem. Ohne mich hast du offenbar gelernt, auf eigenen Füßen zu stehen. Tach. Das sehe ich jetzt erst, die hat auch dieses komische Ding um den Hals hängen, ne? Das hatten ja auch, Was ist das Teil? Bagatama, genau. Das haben ja auch, Maya und Pearl um den Hals hängen. Hatte sie auch. Hatte Morgan das auch? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Wir sehen sie bestimmt nochmal wieder. Mia, sie ist Mayas ältere Schwester und meine Mentorin. Sie war eine erstklassige Strafverteidigerin, aber ein Fall zwang sie aufzuhören. Oh Gott, Spiel! Darfst ruhig erklären, was passiert ist. Aber immer wenn ich Probleme habe, kommt sie her und hilft mir. Einfach so. Einfach so! Zwang sie aufzuhören. Alter! Wow! Respekt! Es kommt ja schon an die Zensur von irgendwelchen Animes ran. Hat sich jemals jemand Anime Naruto angesehen in der deutschen Übersetzung und in der Originalfassung, also zum Beispiel in Japanisch halt mit Untertiteln? Da denkt man sich echt, wow, Respekt an die Zensur. Ihr Geist kommt aus einer anderen Welt und leiht sich kurz Mayas Körper. Phoenix, so ein Gesicht kannst du doch vor deinem Mandanten nicht machen. Ein Anwalt ist jemand, der lächelt, egal wie schlimm die Lage ist. Ja, du wirst morgen sterben. Yay! so eine Heuchlei, finde ich dumm. Du kannst nur am Ende lächeln, wenn du... du kannst nur am Ende lächeln, wenn du unterwegs auch ein Lächeln im Gesicht hattest. Das sehe ich anders, aber okay. Wie dem auch sei, so ein Gesicht wie du, jetzt darfst du deiner Mandantin nicht zeigen. Aber... Also erzähl mir davon. Ich schätze, dass meine Schwester mal wieder großen Ärger hat. Jopp, wieder mal. Genau das ist irgendwie das Problem. Ich erzählte ihr, was in den letzten zwei Tagen alles passiert war. Mia schloss die Augen, hochkonzentriert, während sie zuhörte. Verstehe. Mia, was soll ich tun? Es ist ziemlich klar, was ein guter Anwalt in dieser Lage tut. Lächeln? Und das wäre? Sag es mir. Steh zu deiner Überzeugung und kämpfe um den Freispruch deiner Klientin. Das sagst du so einfach. Und, ja gut, du hast vielleicht gehört, wer unser Gegner ist. Karma? Karma, I got a list of people you missed. Ja. Okay. Nicht schuldig. Du glaubst, Maya ist unschuldig. Was macht dich da so sicher? Ich weiß es und ich werde dir einen Tipp geben, woher. Ach ja? Medien können nicht träumen. Hätt? So wie du es mir erzählt hast, klingt es, als habe Maya bei der Beschwörung geträumt. Ja, das hat sie gesagt. Sie sagte, dass sie träumte, sie sei gestorben und begraben worden. Aber das ist unmöglich.
Sie hat dir sicher gesagt, wenn ein Medium beschwört, verschwindet sein Geist. Ja, das wurde irgendwo mal erwähnt. Das bedeutet, dass es ihm unmöglich ist, in dieser Zeit zu träumen. Dann heißt das was? Ich denke, wir können davon ausgehen, dass Maya reingelegt wurde. Ist das gut oder schlecht? Du musst diesen Fall knacken und morgen zeigen, wie sie reingelegt wurde. Da haben wir zumindest einen Ansatzpunkt für morgen. Wie auch immer uns das weiterhelfen wird. Wie soll ich ihre Unschuld beweisen, wenn ich keine Hinweise habe? Wenn du einen Hinweis suchst, den du bereits... Wenn du einen Hinweis suchst, den hältst du bereits in den Händen. Ach ja? Erklär du es mir. Genau wie ich sagte, Phoenix, du hältst den... Okay, dieser Schlüssel ist also der Hinweis. Komm, das ist jetzt mehr als offensichtlich eigentlich, okay? Gut, ich werde diesen Schlüssel morgen brauchen, das ist gut zu wissen. Wett? Komm schon, zeig mir den Schlüssel zu diesem Fall. Den Schlüssel? Den Schlüssel! Noch extra farbig markiert und in Anführungsstrichen... Ja, stopp. Präsentieren wir ihr den Schlüssel. Mir ja, hast du diesen Schlüssel schon mal gesehen? Ah, der Schlüssel. Das ist buchstäblich der Schlüssel zu allem, was in diesem Fall geschah. Dieser Schlüssel? Phoenix, hör zu, im Moment hältst du diesen Schlüssel in der Hand. Richtig. Aber das sollte ja nicht sein. Das widerspricht den Fakten. Tut es das? Ja Gott, dass ich dieses Spiel gespielt habe, ist... Keine Ahnung, wie lange ist es her? Über ein Jahr. Dieser Schlüssel wird morgen sicher der Beweis sein, der den Fall entscheidet. Du weißt bereits alles, was du wissen musst. Du weißt, was der Schlüssel zu diesem Fall ist. Das ist genug. Aber... Ich kann nicht morgen gewinnen, ohne den wahren Mörder zu kennen. Wer könnte... Damals wusste ich es noch nicht. Der Tag sollte mit einer Überraschung enden. Okay. Was ist los? Ja. Stimmt ja, nur ich kann die Dinger sehen. Das bedeutet, Mia muss etwas über den wahren Mörder wissen. Aber wenn es etwas ist, das sie sogar von mir verbergen will, warum auch immer. Was in aller Welt geht hier? Was ist hier los? Fortsetzung folgt. Okay, irgendwas sagt mir, dass ich die Dinger jetzt noch nicht knacken muss. Das ist soweit gut. 21. Juni, 9.48 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 3. Was? Staatsanwalt von Karma, meinst du? Nein, diesmal ist es noch schlimmer, habe ich gehört. Noch schlimmer? Oh, ganz ehrlich, jeder, der Phoenix Wright 1 kennt und, also Ace Attorney 1 kennt und diesen Teil hier nicht, von Karma war ein Arsch. Der Staatsanwalt, den wir heute kennenlernen, ist zum einen auch ein Arsch und zum anderen ungefähr so ätzend wie dieser Typ, den wir im letzten Fall hatten. Dieser Schnösel. Man kombiniere den mit Karma und man erhält... Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, wir werden es selbst sehen. Manfred von Karma war ein verdammt übler Zeitgenosse. Er hat keinen miesen Dreck ausgelassen, alles nur um zu gewinnen. Aber ein Besessener, ein Perfektionist durch und durch. Er hatte eine makellose Bilanz und das über 40 Jahre hinweg. Wer weiß, mit was für fiesen Tricks er all die Schuldsprüche erreicht hat. Ja eben, das war es ja, nur fiese Tricks. Und jetzt sein Nachfolger, was für eine Art Mensch das wohl sein wird.
Ich habe jetzt schon keinen Bock darauf, ehrlich. Ich habe diesen Charakter gehasst. Ich meine, Edgeworth war ja so als Gegner... Er war auch nicht unbedingt leicht, aber... Stellt euch ein Karma für jeden Fall vor. Verdammt! Hört sich nicht gut an. Mystic Maya. Pearls, wie kommst du her? Du bist also doch gekommen. Danke, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast. Ich habe mir ganz schön Sorgen gemacht. Hey, wo ist denn deine Mutter? Ist sie nicht mitgekommen? Mutter, passt auf die Schüler auf. Sie meinte, sie würden jetzt 2 Tage lang ohne Pause durchdrücken. What? Warum das denn? Dann bist du ganz alleine gekommen? Jawohl, hab mich vom Anwesen gestohlen und mich mit einer Karte orientiert. Stopp, du bist gelaufen? Natürlich nicht, ich bin... Was? Okay. Alles klar. Nennen wir es mal... engagiert. Pearly, wäre es mit dem Zug nicht einfacher gewesen? Ich hab's irgendwie schon fast vermutet. Was ist das? Ein Zug. Wär's mit dem Zug nicht einfacher gewesen? Schätzelein. Ich geb's auf. Es geht gleich los, oder? Ich hab Angst. Was, wenn von Karma mir was antun will? Keine Angst, Maya. Ich bin diejenige, die alles einstecken muss. Ich bin diejenige vor allen Dingen. Ja, ja. Sowohl Phoenix als auch ich sind weiblich. Ist ja mein Geheimnis. Herr Edgeworth wäre garantiert netter zu mir als von Karma. Ja. Ich mag sowas. Lass uns kämpfen. Herr Edgeworth? Worth? Ach so, soll wirklich mit S ausgesprochen werden? Okay, ich dachte immer mit TH für dich. Wer soll das denn sein? Nix, Erzrivale und Freund. Yes, es ist die Phoenix Red 1 Musik. Ich liebe diese Musik. Kommt mir vor, als hätte ich ihn gerade gestern noch gesehen. Jeder Prozess war ein zähes, verbissenes Ringen von Anfang bis Ende. Und hatte geile Musik dabei. ich vermisse diese Musik wirklich, wenn ich sie jetzt doch wieder hören muss. Mal gewann der eine die Oberhand, mal der andere, aber als echte Erzrivalen. Maya. Erwähne diesen Namen bitte nie wieder in meiner Gegenwart. Was? Aber warum denn nicht, Nick? Es tut mir leid, Maya. Du weißt es ja noch gar nicht. Er hat uns verlassen. Für immer. Was? Moment, warte mal eine Sekunde. Was soll das heißen? Die Verhandlung beginnt in Kürze. Bitte begeben Sie sich in den Gerichtssaal. Es geht los. Darüber reden wir dann später. Nick. Ja. Genau das. Die Verhandlung machen wir erst beim nächsten Mal. Ich will mir jetzt... Nein, das will ich mir jetzt noch nicht antun. Bis zum nächsten Mal. Ciao.